meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Danke euch fürs Einschalten. Es ist mal wieder soweit. Ich möchte heute übrig gebliebene Farbe von anderen Projekten aufbrauchen. Wie ich ganz oft sage in meinen Videos, ich möchte nichts wegschmeißen, ich möchte nichts verschwenden. Und deswegen dachte ich mir, wir machen aus meinen übrig gebliebenen Farben einen Flip Cup. Und nachher möchte ich versuchen, mit schwarzer Farbe noch ein bisschen drüber zu swipen, dass wir vielleicht coole Zellen kriegen. Wie immer, wir werden uns ein bisschen überraschen lassen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Also gut, ihr Lieben, wir verwenden unsere übrig gebliebenen Farben und layern die einfach, wie gewohnt, in einem Becher. So, ich möchte ein bisschen Mix machen. Ich liebe das Primary Magenta von Amsterdam, das ist so eine schöne Farbe. Das verwende ich echt gerne. So. Sehr gut, das reicht uns auch schon. Nun, ihr Lieben, 3, 2, 1, flip. Ihr kennt es bereits von mir, beim Flip Cup würde ich euch wirklich empfehlen, gebt euren Farben einen kleinen Moment, dass sie wirklich sinken können, dass alle unsere schönen Layer, die wir gerade erschaffen haben, später auch auf unserem Bild sichtbar sind. So, und mit einer kreisförmigen Bewegung setze ich unseren Cup. Sehr blaulastig, aber das finde ich wirklich schön. So, ihr seht, unser Becher ist leer. Jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen ausstretchen. Okay, hier bilden sich schon kleine Zellen, aber wir möchten jetzt natürlich noch ein bisschen swipen. Ich verwende hier einfach einen Tortenheber, ihr könnt es aber auch, wie es euch beliebt, mit einer Spachtel, mit einem Löffel machen. Also gut, dann hoffen wir mal auf das Beste.
Okay, ja, also wir sehen schon, hier tut sich was. Gut, meine Lieben, das reicht mir jetzt auch schon. Werden wir mal gucken, ob wir mit der Heatgun noch ein paar coole Zellen bekommen. Oh, mehr als erwartet. Bevor wir unser Bild spinnen, möchte ich hier unserer Farbe noch ein kleines bisschen Hilfe geben. Für die Fließfähigkeit. Auch hier haben wir echt wenig Farbe. Hier oben noch ein bisschen. Gut, wir spinnen einmal. Tatsächlich, also die Zellen sind wahnsinnig toll rausgekommen. Nur leider sieht man von meinem Swipe nicht mehr viel. So, ich möchte noch einmal mit der Heatgun drüber gehen. So. Nun denn, meine Lieben, also, es ist ein super cooles Bild geworden. Manchmal machen die Farben einfach, was sie wollen. Von meinem Swipe ist nicht mehr viel übrig geblieben. Allerdings haben wir super coole Zellen kreiert.
Ich muss dazu sagen, nur im Schwarzwald Selectivate drin, in den anderen Farben nicht. Dennoch muss ich sagen, auch wenn ich gerne dieses Swipe-Muster kreiert hätte mit euch zusammen, ist es trotz alledem ein super cooles Bild geworden. Und auch das darf die Kunst. Und deswegen erfreue ich mich an meinem grünen, super schönen Zellenbild und hoffe, es gefällt euch genauso. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch gerne noch weitere Videos hier oben. Diesmal wirklich Swipe. Trotz alledem muss ich sagen, es hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, Leute!